Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wollte einen Gedanken mit euch teilen. Und zwar liebe ich es ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, über das ganze Thema Manifestieren zu sprechen und bin einfach eine große Freundin der Manifestationskunst, weil wir manifestieren ja immer und die ganze Zeit, aber wirklich absichtsvoll zu erschaffen, ist einfach eine gute Sache. Und dann gestern ist mir dann dazu was eingefallen, ein cooles Beispiel, was dir vielleicht hilft, auch leichter zu manifestieren. Und zwar geht es ja beim Manifestieren darum, dass du natürlich in erster Linie dir darüber klar bist, was du gerne manifestieren möchtest, also was du gerne in deinem Leben erschaffen möchtest, was du. Und im zweiten Schritt geht es ja dann darum, dass du das visualisierst und dass du in das Gefühl reingehst, denn das Universum matcht immer unsere Schwingung, unsere Energie. Und wenn du das Gefühl hast, dass du etwas haben willst oder das Gefühl hast, dass du es noch nicht hast, dann ist das die Schwingung, was natürlich immer dann auch gematcht wird. Das heißt, es geht darum, dass du quasi in das Gefühl kommst, dass es quasi schon da ist, denn dann bist du ja in dieser Schwingung und dann matcht das Universum genau diese Schwingung, um es jetzt mal ganz einfach runterzubrechen. So. Und dann hatte ich vor 2 Tagen, habe ich was gesucht bei uns zu Hause. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Es war irgendwie, ich glaube, es waren meine AirPods oder so. Ja, also irgendwie so eine Kleinigkeit habe ich gesucht. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl, wenn man was sucht und man ist so ein bisschen unruhig und man ist so, oh, wo ist es? Und man denkt irgendwie so, ich weiß irgendwie, wo es ist, aber irgendwie halt. Und dann ist mir eingefallen, wo es ist und dann habe ich es gefunden. Und kennst diesen Moment, wenn du etwas findest, was du gesucht hast? Dieser Moment, wo man so ist so, oh, geil, ich habe es gefunden. Und wo man sich irgendwie so freut und irgendwie ist es aber auch so eine Klarheit, natürlich. Wirst du es wiederfinden, logisch, weil irgendwo muss es ja sein und es ist so dieses Gefühl von, klar ist es irgendwie da, aber ich freue mich auch trotzdem, dass ich es wiedergefunden habe und dieser Moment dieser Erleichterung, dass du es gefunden hast. Und beim Manifestieren geht es darum, dass du quasi dieses Gefühl jetzt schon spürst, also dass du quasi jetzt schon das Gefühl hast, dass du es wiedergefunden hast, wie zum Beispiel bei mir meine AirPods, dass du jetzt schon spürst, du dieses, oh, geil, ich habe es gefunden, es ist da. Weil es ist ja auch schon da, was du gerne manifestieren möchtest. Ist nur. Und dass du dich jetzt kurz einmal da reinspürst, dass du für dich nochmal überlegst, was ist es, was ich gerade in meinem Leben erschaffen möchte? Oder was ist es gerade, was ich in meinem Leben manifestieren möchte? Was möchte ich irgendwie in die Welt bringen? Und dass du nicht in das Gefühl gehst von, es ist nicht genug da und ich kann es nicht und es ist alles so schwierig und bla 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 bla, diese Stimme in unserem Kopf, sondern dass du in dieses Gefühl gehst von, ich habe es gefunden, es ist wieder da. Und dass du dieses Gefühl, dass du das immer wieder im Laufe des Tages dich immer wieder mit dieser Frequenz verbindest, mit dieser Schwingung, mit diesem Gefühl verbindest von, ich habe es wieder gefunden. Und automatisch gehst du dann damit in dieses Gefühl von dieser Freude, von diesem Vertrauen, von dieser Dankbarkeit. Und mach dir das heute mal zu so einem Spiel, dich immer wieder mit diesem Gefühl zu verbinden. Und guck mal, was das mit dir macht. Guck, was das mit deiner Stimmung macht. Und so, ich war jetzt sehr begeistert davon, wie du vielleicht gemerkt hast. Aber das hat mich sehr gefreut in dem Moment, als ich dieses Bild hatte und dachte, ja, wenn man das, glaube ich, für sich so verstanden hat, das ist das Gefühl. So dieses Gefühl von dieser Freude, wenn man was gefunden hat. Da kannst, wenn du da rein tappst quasi, wenn du etwas manifestieren möchtest, dann ist das eine gute Sache.